Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Train Simulator. Wir sind heute unterwegs, mal wieder im Güterverkehr, bringen einen Zug nach Cochem und müssen noch einen Regionalzug passieren lassen, der vor uns auf die Strecke geht. Mittlere Zugart, VMAX 120 km/h. Dieses Repaint habe ich mir vor geraumer Zeit mal installiert. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ob die Aufgabe nicht sogar bei dem Repaint dabei war. Das ist jetzt öfter mal der Fall, wenn man den Repaint von Rail Designs installiert. Kann ich also nur empfehlen, da waren schon einige sehr, sehr gute Aufgaben dabei. Also nicht nur das Repaint, sondern auch direkt noch eine passende Aufgabe. Und ich glaube, das war auch bei diesem Repaint der Fall. Zwangsbremsung. So, dann machen wir uns mal abfahrbereit. Der Regionalexpress hat schon freie Fahrt, der sollte also auch gleich aufkreuzen. Und wir befinden uns in Koblenz-Mosel-Güterbahnhof. Das passt auch vom Timing her ziemlich gut zusammen, weil gerade jetzt bin ich so ziemlich mit der Mosel-Strecke in Transportfieber in meinem kleinen Bastelprojekt durch. Und jetzt kann ich auch diesen Bereich einfach nochmal im Train-Simulator abfahren und vergleichen. Das passt also wunderbar. So, wir haben hier Mars Logistics. Am Haken jede Menge davon. Da kommt die Hamsterbacke der Moseltalbahn Richtung Koblenz-Moselweiß unterwegs. So, dann ist der schon mal auf der Strecke und wir sind als Nächste dran. So, AFB schalten wir uns natürlich noch dazu. Und dann müssten wir auch schon abfahrbereit sein. Ich packe den V-Sollsteller schon mal auf 40 km/h. Ich gehe davon aus, dass wir hier mit Langsamfahrt erstmal rausfahren aus dem weichen Bereich. So, das blendet mich. Und gut ist. Ja, schickes Gerät, muss man sagen. Also mit der 189 habe ich mich mittlerweile auch echt angefreundet. Also das ist einfach eine solide Maschine. Auf jeden Fall mit einem sehr hohen Fahrkomfort. Die fährt sich sehr, sehr angenehm, wie ich finde. Und ich denke tatsächlich auch drüber nach, mir die 185 auch noch zu holen. So, da gibt es ja auch relativ viele Aufgaben. Und ich würde die jetzt mal zumindest als ähnlich einstufen. Der Vollständigkeit halber kommt das Ding mal auf die Wunschliste, glaube ich. So, und jede Menge Auflieger am Haken. So, dann dürfte es auch jeden Moment losgehen. Auftragsliste ist überschaubar. Wir müssen im Wesentlichen einfach nur nach Cochem runterkommen. Wenn es geht, am Stück. Ja, ich glaube, das kriegen wir schon geschaukelt. Die Geschichte hier. Signale schön im Blick behalten. Geh mal davon aus, dass wir vielleicht zwischendrin nochmal einen Rothalt haben werden. Aber recht viel mehr sollte da auch nicht passieren. Knapp 40 bis 50 Minuten sind anberaumt für die heutige Fahrt. So, das sieht gut aus. Wir dürfen mit Langsamfahrt loslegen. Dann schalten wir mal Leistung auf. So, das wird natürlich einen Moment dauern, bis wir hier in Fahrt kommen. Ziehen wir den Zugverband erstmal so ein bisschen behutsam auseinander. Und ab auf die Strecke. So, befreien den. Denke ich, können wir uns auch schon an der Stelle. Der
Noch alle da? Das sieht gut aus. So, dann schlängeln wir uns hier mal schön durch. Ah, schön anzusehen. Und auch der Sound kann sich hören lassen. Jojo, ja, das wird jetzt natürlich ein bisschen dauern, bis wir den ganzen Zugverband da mal rausgeschleppt haben, bis wir dann mal auf Streckengeschwindigkeit gehen dürfen. Ja, Vorsignal signalisiert uns schon wieder einen Rothalt. Vor uns fährt ja noch bekanntlich die Regionalbahn. Der Regionalexpress. Okay, der hat den Blockabschnitt freigemacht. Ich weiß halt nicht, wo der überall hält. Üblicherweise, ich glaube, die Regionalexpresszüge, die halten sowieso nur, also von Koblenz Hauptbahnhof kommend, in Kobern-Gondorf und dann wahrscheinlich wieder in Cochem. Die ganzen Unterwegshalte werden, glaube ich, nur von den kleinen Regionalbahnen bedient. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Das wollte ich. Schön, schön. So. Für mich wird es jetzt natürlich interessant. Also ich bin hier eh schon lange nicht mehr entlang gefahren und ich habe dann auch nicht so wirklich auf die ganzen Bauwerke geachtet. Aber ich habe mir schon Mühe gegeben bei dem Transportfieber-Projekt. Wer das verfolgt, der ist ja sowieso im Bilde. Diesen ganzen Bereich bis Löff runter an der Koblenz, also an der Moselstrecke, vernünftig darzustellen. Und jetzt habe ich mal den direkten Vergleich mit dem Train Simulator. Na, das ist eine 143, oder? Sehe ich das richtig? Jo. Auch die fahren mittlerweile bei mir auf der Karte. Passenderweise. So, dann kommen wir hier nach Koblenz-Gülz. Mit den beiden markanten Kirchtürmen. Ja, ist echt witzig bei so einem Nachbauprojekt in Transportfieber. Also man gewinnt schon eine gewisse Ortskenntnis dadurch. Also das ist mir alles relativ vertraut, obwohl ich dort noch nie in meinem Leben war. Also irgendwann mal durchgefahren, aber das war irgendwann in den 90ern muss das gewesen sein. Und halt auch nur durch Koblenz durchgefahren und dann die Rheinstrecke entlang. Ich weiß nicht mal mehr auf welcher Seite. Aber hier bin ich definitiv noch nie gewesen in der Realität. Und wie gesagt, es ist alles relativ vertraut durch das ganze monatelange Gebastel. Muss ich das Haus gar nicht mehr verlassen, um meine Geografiekenntnisse zu erweitern. Das ist doch auch eine schöne Geschichte. Und günstig, relativ günstig. So. Eine schöne lange Rechtskurve und dann müssten eigentlich eh schon die ersten Weinbaugebiete zu sehen sein. Zwischen hier und Winningen. So, aber
Ein bisschen noch auf die Signale achten. Sieht nach Rot halt aus. Da sind doch schon die ersten Weinpflanzen hier rechts im Bild. Jo, kann natürlich gut sein, dass der Regionalexpress halt einfach ein paar mehr Zwischenhalte hat. Vielleicht hält er tatsächlich noch in Winningen da vorne. Das mag sein. So, ich glaube, diesmal kommen wir wirklich zum Stehen. Und da sind auch schon die Weinberge. Auch hier im TS, durchaus nett anzusehen. Und das ist natürlich die Reloaded-Variante, keine Frage. Ich fahre auch eigentlich gar nichts anderes, also nur die Reloaded. Aber stellt euch mal vor, so die Moselstrecke in Qualität von Konstanz-Willingen. Wäre schon geil, oder? Aber wäre halt nochmal so ein bisschen besser anzusehen wahrscheinlich. Also mit der Vegetation, glaube ich, könnte man vielleicht sogar noch ein bisschen was machen, um es ein bisschen aufzuhübschen. Also ich will jetzt nicht großartig rummeckern, die Moselstrecke ist trotzdem toll. Macht immer wieder Spaß, hier entlang zu fahren. Und das ist ja schon auch echt ein solides Upgrade. So, tatsächlich also einen Rothalt. Nur dann schauen wir mal, wie lange wir hier stehen dürfen. Ganz da vorne kann man auch das alte Ausweichgleis erkennen. Oh, das war nett, wie er sich so entlang schlängelt hier so um die Kurve. Das sieht auf jeden Fall so aus, als wäre das Ausweichgleis da vorne hier auch noch im Betrieb. Ist es meines Wissens heute nicht mehr. Aber ich weiß natürlich auch nicht, welches Jahr genau die Moselstrecke im TS darstellen soll. Und die ist ja auch schon eine relativ alte Strecke. Vielleicht orientiert sich die einfach an einem etwas früheren Zeitpunkt, das mag sein. Tja, Alltag im Güterverkehr, okay. Signal hat umgeschalten. Dann lösen wir mal die Bremse und schalten wieder Leistung auf. Nächstes Hauptsignal ist aktuell natürlich noch rot. Das könnte jetzt natürlich so ein bisschen Stop and Go geben auf dieser Fahrt. Haben auch noch eine 500 Hertz Beeinflussung aktuell. Ja, ein bisschen vorsichtig sein. Zugbeeinflussung. So, okay. Na, das Gewicht macht sich schon bemerkbar. Aber wir haben ja ordentlich Pferdestärken unter der Haube. Weiß gar nicht. Also ich glaube, die 189 hat schon über 7000 PS, wenn ich das gerade richtig auf dem Schirm habe. Aber irgendwie sowas um den Dreh. Zwischen 7 und 8000, glaube ich. Oder sogar noch ein kleines Stückchen mehr. Also da geht schon was. Da geht was. Da geht einiges.
schön durch die Weinberge durch. So, wir erreichen Winningen, haben immer noch Wechselblinken. Ja, ich denke, wir dürfen. Dann packen wir mal den V-Sollsteller auf eine etwas höhere Geschwindigkeit. Und ich denke mal, wenn wir sowieso den RE vor uns noch irgendwo rumdümpeln haben, dann lohnt es sich gar nicht so wirklich hoch zu beschleunigen. Gehen wir mal auf 75. Dann flutschen wir vielleicht ein wenig geschmeidiger durch. Leute, Leute, Leute. Wofür gibt's den Sicherheitsstreifen? Sieh an, den Gleisübergang haben sie hier gar nicht reingebastelt. Interessant. Hier gibt's nämlich mehrere sogar. Ich meine, wie sollen die Leute sonst hier auf das andere Gleis kommen? Auf den anderen Bahnsteig? Das haben sie wohl geflissentlich übersehen. So. Dann sehen wir mal zu, dass wir ein bisschen auf Fahrt kommen. Ja, links hat man gerade so ein bisschen ganz kurz das Freibad erspähen können. Habe ich auch schon hingebastelt auf meiner Karte. Ach, jetzt sehe ich das auch mal. Das ist tatsächlich eine Marina. Okay. Ich habe da einfach so ein ähnliches Gebäude hingestellt. Hier links, da ist die Ferieninsel. Ach so, da gehört die Marina dazu. Logisch. Ah. Die Moseltalbrücke auf 12 Uhr. Ich denke, dann können wir mal langsam Richtung Streckengeschwindigkeit gehen. Ich denke mal, der RE wird jetzt schon ein bisschen Strecke gemacht haben in der Zwischenzeit. Ich bin einmal gespannt, ob sie diese Strecke irgendwann für den TSW bauen werden. Ich meine, es gab ja jetzt schon einige Strecken, einige deutsche Strecken. Ich weiß gar nicht, wie viele sind es insgesamt. 4 maximal, glaube ich. 3 dürften es auf jeden Fall sein. Das wäre schon eine Show. Die Moselstrecke nochmal
auf einer zeitgemäßeren Engine einfach umgesetzt. Ich glaube, dann wäre ich auch dabei. Die würde ich mir auf jeden Fall kaufen. Aber ich habe eh schon länger nichts mehr gehört vom TSV, was da so gerade entwicklungstechnisch am Start ist, was da so vor sich geht. Ja, ich würde mal vermuten, wahrscheinlich erstmal irgendwie ein paar andere Strecken, weil nachdem es ja jetzt schon ein paar deutsche gab, bauen die vielleicht erstmal irgendwas anderes. Mal sehen, mal sehen. So, vorbei am Klärwerk, dann dürfte hier noch ein Fußballplatz sein, rechte Hand. Genau, links die Tanke. Und für uns der nächste Rothalt angekündigt. Das müsste ja dann schon Koban-Gondorf sein, was hier als nächstes kommt. Na, da haben sie aber schon ein paar Häuser vergessen, oder? Also, die Ortschaft breitet sich in der Realität doch ein bisschen mehr aus. Aber Bahnhof ist gelungen, muss man sagen. Das passt. Dann den Baumarkt haben sie, glaube ich, auch mit eingebaut, der hier rechter Hand kommt, der Raiffeisenbaumarkt. So, und wir dürfen tatsächlich, haben wieder freie Fahrt. Ja, ein Trainspotter, ich glaub's ja nicht. So. Nächsten markanten Bauwerke müsste rechter Hand das Schloss Liebig sein und dann natürlich Schloss von der Leyen, wo wir quasi mitten durchfahren. Ist das Schloss Liebig? Ich dachte, das kommt erst noch. Ah ne, dann war das das schon. Nee, hier ist Schloss von der Leyen, alles klar. Ja, ist schon nicht schlecht. Ach, hier ist auch noch eine Überleitstelle. Schau an, die habe ich nämlich nicht eingebaut. Interessant, interessant. Konnte ich nicht erkennen. Was ist das nochmal? War das Katennis? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Katennis kommt erst noch. Leben, genau, Leben. Mhm. So. Tatsächlich ein bisschen zu schnell dran. Aber es passt schon. Hier ist eh schon der 100er
100er Bereich. Können wir wieder ein bisschen Stoff geben. Und noch mehr Weinbaugebiete. Na, das sieht schon alles relativ schnucklig aus, was sie hier so gebaut haben, ne? Da kann man echt nicht meckern. Ah, super schöner Streckenabschnitt hier auch, so nah an der Mosel dran, mit den langgezogenen Kurven. Das sieht einfach gut aus. So, das dürfte jetzt Kartennis sein. Hier links müsste sich eigentlich direkt eine kleine Gärtnerei befinden. Ah doch, konnte man erkennen. Wieder ein bisschen runtergebremst hier. Ich habe jetzt noch nicht darauf geachtet, ob die Moselstaustufe eingebaut wurde. Konnte man vielleicht aber auch nicht sehen aus der Perspektive möglicherweise, weil das müsste jetzt eh schon Löw sein. Oder Löw. Löw heißt es, glaube ich. Und da endet ja dann auch die Karte. Also meine Karte. Hier geht es natürlich noch weiter. So, vorbei an der kleinen Kirche. Den Friedhof haben sie wohl ausgelassen. Na, schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Ah, die Brücke ist ja authentisch geworden hier. Dann kommt gleich noch der Bahnhof. Jojo, dann geben wir mal wieder ein bisschen Gas hier. Mhm. Da, wo ist das Hotel? Da gibt es so ein ganz markantes Hotel. Das war das erste Gebäude, also das erste Areal, was ich... Ah, das soll wahrscheinlich das hier sein, oder? Kann es sein? Ah, es kann sein. Da ist nämlich auch so ein kleiner See dabei. Das war das erste Gebäude, was ich hier hingestellt habe, als ich angefangen habe mit der Mosel. Moselstrecke in Transport Fever. So, und dann verlässt mich auch die Ortskenntnis schon wieder. Mhm. Nett anzusehen, der Verkehr.
Ja, und dann dürfen wir es eh nicht mehr so weit haben. Bis Cochem runter. Knapp 23 Kilometer noch. Den Moselkern, glaube ich, werden wir noch passieren demnächst. Auch nett anzusehen da oben. Schick, schick. Und es trieft mal wieder vor Moselromantik hier in der ganzen Gegend. Also das haben sie schon gut eingefangen, finde ich, die ganze Stimmung, dieses Romantische. Das ist schon gut geworden hier. Ja, und ich glaube, der Regionalexpress hat sich auch langsam aber sicher mal verdünnisiert hier von der Strecke. Haben jetzt doch schon eine ganze Weile freie Fahrt. Ich bin halt jetzt auch immer so ein bisschen unter der zulässigen Höchstgeschwindigkeit geblieben, einfach um ein bisschen Abstand zu gewinnen. Die nächste Festung, die da oben thront. Also würde mich echt nicht wundern, wenn das so die Region in Deutschland ist, wo es einfach die höchste Dichte an irgendwelchen Festungsbauten, Burgen und Schlössern hat. Also ja wirklich gefühlt alle 500 Meter steht irgendwie irgendeine Burg rum. Das hat schon was. Und am Rhein entlang sieht es ja auch nicht recht viel anders aus. So, mal ein bisschen Außenperspektive. Ja, 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 so muss das, so muss das. Güter gehören auf die Schiene, liebe Freunde des gepflegten Klimawandels. So, das ist doch, glaube ich, ist das jetzt der Moselkern? Ich bin mir nicht sicher. Auch schnucklig auf jeden Fall. Ja, tatsächlich. So, Geschwindigkeit passt. Und weiter Freifahrt. Sehr schön. Ich glaube, der Rest, der flutscht jetzt einfach durch. Da habe ich gerade irgendwo eine schwebende Pflanze gesehen. Ja, haben die denn kein Qualitätsmanagement? Kein QM. Naja, kann passieren.
So. Ab hier bin ich einigermaßen orientierungslos. Ich bin natürlich die Strecke schon einige Male hoch und runter gefahren, aber ich könnte jetzt hier nicht jede Ortschaft aufzählen. Lebensmüde Passagiere mal wieder an der Bahnsteigkante. Schön gemütlich geht's zu, insgesamt auf der Moselstrecke, von den Geschwindigkeiten her. Ne? Es wird ja selten mal schneller irgendwie als 120, wenn überhaupt. Zumindest in diesem Abschnitt hier. Auch nett anzusehen, die ganze Ecke hier. Schön alles eingerahmt von dem ganzen Weinanbau hier. Und ich glaube, wir fahren sowieso den ganzen Bereich, der die Mosel entlang läuft, heute ab, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich glaube, nach Cochem geht's dann ja weg von der Mosel. Wenn ich das gerade richtig auf dem Schirm habe. So, das dürfte... Was ist das hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Treiskaden, glaube ich, oder? Ist das hier? Ich glaube schon. Auch irgend so ein Doppelname. Treiskaden, ja genau. Das läuft, Freifahrt, letzten 10 Kilometer sind angebrochen, Endspurt, das passt. Ich hätte ja vermutet, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Stop and Go kriegen, aber es wäre vielleicht auch der Fall gewesen, wenn ich immer quasi am Limit gefahren wäre. Aber wenn man es einfach ein bisschen ruhiger angehen lässt, kann man das wahrscheinlich auch so ein bisschen umgehen. Einfach indem man so ein bisschen Abstand gewinnt zum vorausfahrenden Zug. Und der nächste, RI. Hier verstehe ich zum Beispiel nicht, warum hier auf der rechten Seite Auslegermasten stehen. War da vielleicht mal noch ein weiteres Gleis? Alles andere würde ja irgendwie keinen Sinn ergeben. Das könnt ihr mir vorstellen, dass da vielleicht irgendwann mal noch ein drittes Gleis gelegen ist.
Ja, die kleinen und großen Rätsel der Bahnwelt. Und das ist wahrscheinlich der Moselradweg hier, nehme ich mal an. Dieser kleine schmale Weg, der hier entlang führt. Irgendwann schaue ich mir die Region mal aus der Nähe an. Mache mir ein paar Tage Urlaub hier. Ich glaube, das lohnt sich. So, jetzt kommt auch ein bisschen mehr Verkehr auf, langsam mal. Das ist doch eine 111. Ach, schau an, okay. Überstellungsfahrt. PBZ, glaube ich, nennt man das. Aha, ja, cool. Nett, nett. So, ein bisschen runterbremsen hier. So, und langsam Fahrt erwarten. Aber wir sind eh schon kurz vorm Ziel. Dann werden wir wahrscheinlich von der Hauptstrecke hier ausgefädelt. Und dann geht's ab in den wohlverdienten Feierabend. So, haben wir tatsächlich ganz normale was wollte ich sagen, reguläre Langsamfahrt, 40 km/h. Sieht so aus. Ah ja, genau, da vorne müsste ja dann eh schon Cochem kommen nach der langgezogenen Kurve, glaube ich. Da hat es ja dann ein paar Ausweichgleise, zwei, drei Stück, drei Stück, glaube ich. Das sind doch auch richtig steile Weinberge hier. Also so richtig steil. Nix für schwache Nerven da oben. Bisschen schneller hätte er mich hier schon fahren lassen können. Zumindest 60 wäre, glaube ich, angemessen gewesen. Naja, nicht zu ändern.
So. Ziel so gut wie erreicht. Da geht's runter von der Hauptstrecke. Ja gut, ich sehe es ja ein. Tempo 40 macht hier schon Sinn. Hier mit 60 durchzurumpeln durch die Weichen wäre wahrscheinlich ein bisschen too much. So, Ah, wir müssen noch ein Stückchen weiter vor. Gleis 5B, oder? Doch, ich denke schon, genau. Also bis zum Signal wahrscheinlich. Und das soll es dann gewesen sein. Ja, auch ein sehr schönes Bahnhofsgebäude da drüben. Wird man fast ein bisschen neidisch. Wie aus dem Faller-Katalog, wenn das noch jemand kennt. So, das schaut gut aus. Bringen wir die Kiste mal zum Stillstand. So, der rote Balken läuft durch. Schauen wir mal, ob wir das Ding erfolgreich abgeschlossen haben. Ich gehe mal schwer davon aus. Und dann sage ich an der Stelle auch vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein wenig gefallen. Wir können jetzt den wohlverdienten Feierabend an der Mosel genießen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.